aber die Bewegungen müssen auf das Zentrum der Macht zielen. Wir müssen sozusagen an den Kern der Sache. Und da, glaube ich, ist es wirklich auch unter ökologischem Aspekt ganz dringend. Ja. Man kann mit Sicherheit vorhersagen, in dem Moment, wo es an die Zentren der Macht geht, wird es ausgesprochen ungemütlich. Der Feind war historisch noch nie, der war deswegen noch nie so mächtig, weil er heute vollständig unsichtbar ist und damit unsere natürlichen Dispositionen zu einem Widerstand unterläuft. Wir sind in einer historisch ausgesprochen, hatten wir bisher noch nicht, deswegen müssen wir sie intensiv studieren. Wir sind in einer historisch ausgesprochen unglücklichen Situation. Wir müssen den Menschen nur die Illusion der Freiheit geben, dann sind sie zufrieden. Mhm. So, das heißt, wir haben eine Selbstbildrhetorik, die in der Schule vermittelt wird. Übrigens sind die Schulen vor lauter Beschäftigung mit Medien die Hauptindoktrinationsanstalten unserer Gesellschaft. Die Schulen kommen völlig aus dem Blickfeld. Ja. Das ist eine natürliche menschliche Disposition. Wir bewegen uns erst, wenn es kracht. Hume hat es auch noch auf den Punkt gebracht. Er sagt, er versteht einfach nicht, das ist ja unsere Frage, vor der wir heute aufstehen, wieso lassen die Massen das, was gegenwärtig geschieht, eigentlich mit sich machen? Denn gerade in einer Demokratie könnten sie doch einfach sagen, nein. Ja, das ist die Frage der repräsentativen Demokratie. Das war ja auch sehr früh der Witz, die Eliten erkannten relativ schnell, dass allein das Wort Demokratie Opium fürs Volk ist, um echte Demokratie zu verhindern. Würden Sie sagen, dass wir im Moment in einer echten Demokratie leben? Ja, wir müssten jetzt, ich stelle die Frage mal einen kleinen Moment zurück. Ja. Wichtig war, dass das Wort Demokratie eine Faszination entfaltet hat, wie auch das Wort Freiheit. Also muss man sozusagen beide Worte, weil sie in uns etwas auslösen, was sich verselbstständigt, muss man beiden Worten einen Spin geben, die sie in eine andere Richtung lenken. Mhm. Man hat also das Wort Demokratie sozusagen als Opium fürs Volk erhalten. Das Volk war begeistert. Es hat ja jetzt Demokratie. Es fühlt sich auch gewürdigt und gewertschätzt, weil es ja im Wort Demo schon drin ist, dass das Volk das ist. Und hat jetzt aber durch die Hintertür wieder Balken eingezogen. Wie kann man die Demokratie entschärfen? Wie kann man verhindern, dass der Status der Eliten, wie er vorher war schon, durch die Demokratie gefährdet wird. Mhm. Und der Trick war von Anfang an die repräsentative Demokratie. Denn die repräsentative Demokratie heißt, dass wir jetzt Vertreter haben, die aber nicht laufend rechenschaftspflichtig dem Volk gegenüber sind, die ich auch nicht jederzeit einfach abwählen kann, sondern die sozusagen dazu dienen, eine Art Pufferzone zwischen dem Volk und den Eliten Dann muss man sagen, wir sind weit entfernt von einer Demokratie. Aber wir sind nicht annähernd an dem, was man unter tatsächlicher Demokratie versteht. Ich mache alles im Kontext der Griechenland-Krise. Ich mag das Wort, es sind alles nur noch Krisen. Es sind ja alles selbstgemachte Dinge. Ja. Hat es in dem Kontext genannt. Und das war kritisch gemeint, zu sagen, wir machen Demokratie so lange. Ja. Das ist ähnlich wie internationales Recht. Ja. USA sagen, internationales Recht gilt so lange, wie es für uns von Nutzen ist. Wenn es nicht von Nutzen ist, ist es eben auch nicht mehr gültig. Mhm. So machen wir das mit Demokratie. Wenn die Griechen anders wählen, ist es Ramsch. Ja. Die Klassenidentität der Arbeitnehmer müssen wir aufbrechen, denn das stört. Wenn Sie eine Klassenidentität haben, können Sie Ihren Willen vereinigen und können eine gesellschaftliche Kraft darstellen. Dann haben Sie die kleine Elite und haben Sie die großen Klassen. Genau. Ja. Und wir müssen jetzt versuchen, eine Art Fehlidentität aufzubauen. Wir müssen in den Firmen dafür sorgen, dass der Arbeiter sich mit der Firma identifiziert. Wir gründen, das wurde bewusst gemacht, wir gründen Firmen, Fußballvereine. Ja, Bayer Leverkusen. Genau. Ja. Dann identifizieren sich nämlich die Arbeitnehmer mit der Firma, mit dem Fußballverein. Wir machen Weihnachtsfeste mit der Familie, wir machen Kindergärten und so weiter. Dieses Programm ist wunderbar dokumentiert von Historikern. Ja. Das ist erschreckend, mit welcher Systematik, das war kein Zufallsprogramm, mit welcher Systematik man Fehlidentitäten erzeugt hat, die im Grunde das Konflikt, das soziale
Potenzial der Arbeiter zerstört. Ja, das sind sozusagen nochmal subtilere Techniken. Ja. Wie kann man eigentlich, eine ganz wichtige Frage in der Propaganda der Eliten, wie kann man eigentlich aufkommende Freiheitsbewegungen zersetzen? Damit beschäftigen sich riesige Thinktanks, damit beschäftigen die Sozialwissenschaften. Wie kann man, wenn etwas entsteht, wie kann man die Empörung ja. managen? Wie kann man die Ziele umlenken in eine Richtung und so weiter? Ja. Und die Selbstzersetzungsstrategien der Linken, die sind tatsächlich so, dass ich auch, ist jetzt eine Fantasie, ich weiß, ich glaube nicht, dass das so ist, aber man könnte auf den Gedanken kommen, das ist ein wunderbar erfolgreiches CIA-Programm. Besser könnte man es nicht, wenn ich es designen sollte. Ja, ja. Wenn ich es designen sollte am Tisch, besser könnte ich es nicht designen. Mhm. Die Medien arbeiten fürs. Das ist eine schwierige Frage. Die Medien arbeiten erstmal für sich. Die Medien sind ein Gewerbe, also die privaten Medien. Ja. Die Medien sind ein Gewerbe. Und die Medien sind ein vertikales Gewerbe. Das heißt, sie sind extrem hierarchisch, autoritär organisiert. Sie müssen Rendite machen. Das heißt, die Medien verkaufen Zerstreuung, Unterhaltung, Werbung und war noch was? Nachrichten. Ja. Da war noch was. Genau. Und verkaufen Nachrichten. Die Medien stellen eigentlich den Eliten und dem Staat, daher kommt die große Verflechtung, das ist nämlich die Vorstellung, die der Neoliberalismus vom Staat hat, ist auch eine ganz besondere. Die Medien liefern den Rahmen für die Operationsweise der Eliten. Deswegen brauchen die Eliten die Medien. Mhm. Sie liefern dem Staat auch eine Möglichkeit, den einerseits sozusagen einen Operationsrahmen für die Wirtschaft zu schaffen und auch wieder die Bevölkerung zu disziplinieren und zu kanalisieren. Mhm. Das heißt, die Medien haben nicht, das ist mir eine absurde Vorstellung, die gelegentlich rumgeistert, die Medien haben nicht die Funktion, die Wahrheit zu sagen. Das Wort Lügenpresse ist ein gefährliches Wort, weil es uns schon wieder die Aufmerksamkeit in eine Richtung zieht, wo sie ziemlich schnell verdampft. Ja. Sie kämen nie auf die Idee, zum Beispiel bei der Werbung zu sagen, das ist ja Lügenwerbung. Ja. Oder die Pharmaindustrie dient ja gar nicht der Gesundheit der Bevölkerung. Nein, muss sie auch nicht. Die Pharmaindustrie muss Rendite machen. Sie kämen nie auf die Idee zu sagen, das ist ja ein Lügenbanker. Ja. Oder ein Lügenbischof. Wer nicht lügt, hat den Beruf verfehlt. Der hat die qualifizierenden Merkmale, die man braucht in solchen politischen Positionen. Mhm. Jeder Politiker muss, das ist in der Politologie bekannt, ja. Gibt es ganze Bücher darüber, warum wird in der Politik gelogen. Ein Politiker muss lügen. Also die Vorstellung ist so ein bisschen wie in der Familie sozusagen. Man ist enttäuscht, wenn der Vater lügt. Mhm. Die Regierung sagt, muss nicht, es ist ein eigenartiges Kriterium, dass Regierungen die Wahrheit sagen müssen. Die Haltung, die wir als Bürger haben müssen, ist zu sagen, wir müssen jede Sache, die von der Regierung kommt, jeder Bericht, der aus einem Untersuchungsausschuss kommt, ist doch nicht die Wahrheit. Das ist ein Mittel, als Regierung die Macht zu stabilisieren. Und dann müssen wir schauen und es konfrontieren mit den Fakten, was ist dran, was ist nicht. USA sind de facto, wissenschaftliche Aussage wird aber von vielen bestätigt, sie sind eine Plutokratie. Sie sind natürlich keine Demokratie, sie sind nur noch dem Namen nach eine Demokratie. Wir nutzen internationale Vereinbarungen. TTIP ist ein wunderbares Beispiel dafür. Es geht nicht um Freihandel beim TTIP. Natürlich geht es nicht um Freihandel. Es geht darum, Wirtschaftsinteressen der USA durchzusetzen. Wir nutzen internationale Vereinbarungen, wenn sie uns nützen. Und wenn sie uns nicht nützen, lassen wir es. Dass die Medien noch eine ganz andere Funktion haben, das war in der Ukraine-Krise ganz besonders deutlich, wo die Regierung eigentlich einen viel moderateren Kurs fahren wollte als die Medien. Die Medien waren viel aggressiver. Ja. Das heißt, die deutschen Medien haben mittlerweile auch die Funktion, die Regierung in US-Bahnen zu halten, mhm. also die Regierung selbst zu kontrollieren. Mhm. Die Macht wird immer subjektloser. Der Markt wird jetzt die Macht. Mhm. Das heißt, er wird immer weniger greifbar. Der Neoliberalismus hat diese Idee des Unsichtbarmachens von Macht perfektioniert. Wenn Sie konkret den Unterdrücker vor sich haben, dann wissen Sie, wogegen Sie Ihren Zorn zu richten haben. Mhm.
Einzige, was sie abhalten kann, dass er vielleicht eine physische Übermacht durch Soldaten oder sonst etwas hat. Aber sonst wissen sie, wogegen sie den Zorn zu richten haben. Wenn aber nichts mehr da ist, es ist einfach, das ist wieder das Thema vom Anfang, das Unsichtbarmachen des Neoliberalismus, dann unterläuft das unsere natürliche Disposition, einen Widerstand dagegen zu entwickeln. Mhm. Und der Neoliberalismus hat das auf eine unendlich raffinierte Weise, die wir uns wirklich, muss man sich, glaube ich, sehr intensiv mit beschäftigen, um das zu verstehen. Ein Trick ist, den man auch im Feudalismus ja schon hatte. Im Feudalismus haben sie Grund und Boden enteignet und haben dann die Gesetze hinterher gemacht, die das legalisiert haben. Das machen wir heute sozusagen, das ist die Dauernummer, weil die Wirtschaft erkannt hat, dass es viel komfortabler ist, Gesetze zu machen, als Gesetze zu brechen. Also machen wir die. Die EU ist in gewisser Weise der institutionalisierte Mechanismus, wo die Wirtschaft direkt zumindest einen priorisierten Zugang dazu hat, Gesetze zu machen, den wir als Normalbürger nicht haben. Das heißt, die organisierte Kriminalität der besitzenden Klasse, die ist verrechtlicht worden mittlerweile. Wir haben, also wir heißt unsere Regierung, haben diese organisierte Kriminalität verrechtlicht in einen Rechtsrahmen gepackt, der für uns nicht mehr sichtbar ist. Man kann jetzt auf den Rechtsrahmen verweisen. Und wir haben dann in den Steueroasen, die auch Deutschland ist ja selbst eine, aber die dann unter Mithilfe auch der deutschen Regierung, auch deutscher Banken gemacht worden ist, haben wir diesen Betrug am Gemeinwesen, das ist ja letztlich Betrug am Steuerzahler und damit Betrug am Gemeinwesen. Und dieser ist von einer so immensen Höhe, dass man eigentlich sagen muss, jeder Hinweis, dass uns das Geld fehle für irgendwelche dringende soziale Aufgaben, ist eigentlich nicht mehr als ein höhnisches Lachen in das Gesicht der Betroffenen. Das Geld ist da, wir haben das Geld in gigantischen Summen über das Steuerrecht. Ein prominentes Beispiel ist ja unter Eichel Freistellungsgewinne, die große Kapitalsteuerreform. Zitzelsberger, das war ein Bayer-Mitarbeiter, kennt kein Mensch, hat das größte Steuergeschenk an die besitzende Klasse gemacht, was es je gegeben hat. Das war der Titel, so stand es in der Zeit, so stand es in vielen Zeitungen damals. Das größte Steuergeschenk aller Zeiten, über 30 Milliarden pro Jahr, wird die Wirtschaft entlastet. Eine Erwartung, die sie gar nicht hatte. Es gab keinen sachlichen Grund. Es ging auch nicht um internationale Wettbewerbsfähigkeit. Das war ein Gratisgeschenk, was gerade die Sozialdemokraten gerne machen, damit sie zeigen, dass sie auch Regierungsverantwortung tragen können. Also was ich sagen will, ist, es waren alles Entscheidungen. Alles, was passiert ist, waren Entscheidungen. Wir haben mittlerweile alles, TTIP ist ein weiterer Versuch, in einen Rechtsrahmen gegossen. Der aber letztendlich ein Unrecht produziert. Der aber letztlich schon von der Konzeption her ein Unrecht sozusagen legalisiert. Weil er eben überhaupt nicht gerecht ist. Ja, das weil ist er, ja der, genau. Glauben Sie, dass wir eine Veränderung nur erreichen können, wenn wir hier arbeitsteilig vorgehen? Ja, wir brauchen wieder, dass es einfach in Zeitungen steht, reicht nicht. Das wissen die Zeitungen auch. Sie nutzen das sogar als Legitimation, zu sagen, wir sind ja Objektive. Mhm. Wir haben das ja alles berichtet. Ja. Aber es steht dann eingebettet, dekontextualisiert, fragmentiert. Ja. Wir wissen eigentlich gar nichts damit anzufangen. Man kann sich zuordnen. Man kann dann, die linken Gruppen treffen sich dann, diskutieren diese Dinge und jeder steuert am Abend etwas bei, worüber man sich gerade empört. Ja. Es gibt ein völliges, sozusagen folgenloses Aufaddieren von Empörungen, die politisch sofort wieder verdampfen. Ja. Und es führt auch dazu, dass wir einfach nur so viele Fälle aufaddieren, dass wir eine Art Empörungserschöpfung kriegen. Die ist natürlich auch intendiert. Ja. Wir kriegen ganz viele konkrete Fälle, über die wir uns schön empören können, damit das Potenzial da sozusagen verdampft. Das heißt, wir müssen über Formen des Widerstandes eigentlich reden. Mhm. Und das führt zurück zu Ihrer Frage, die ich vorhin aufgeschoben hatte. Ist der Mensch zur Freiheit eigentlich nicht befähigt? Das Menschenbild, was der Neoliberalismus vertritt, ohne irgendeinen Beleg dafür zu haben, aber es ist sein Menschenbild, ist der Mensch ist nichts mehr als ein flexibles, konditionierbares Bündel von irgendwelchen Teilfähigkeiten.
Das findet sich in analoger Weise übrigens auch in einer einflussreichen Richtung in der Psychologie, im Behaviorismus, der sagt, der Mensch ist eigentlich nur beliebig konditionierbar, er ist nur ein erfahrungsplastisches Wesen und man kann ihn, wenn man ihn konditioniert, kann man, es gibt einen berühmten Satz eines alten Behavioristen, ich kann aus jedem Baby einen Historiker machen, einen Wissenschaftler, einen Verbrecher, einen Politiker, was immer man will. Also der Mensch als Festplatte, ich kann die Software aufspielen. Ich kann die Software aufspielen, das ist natürlich der Traum aller Diktatoren und einer der großen Behavioristen, Skinner hat da sogar eine Utopie, Dystopie entworfen, Walden 2, und hat gesagt, das ist für uns die Möglichkeit des finalen Befriedungsprogrammes. Wir müssen den Menschen nur die Illusion der Freiheit geben, dann sind sie zufrieden. So, dagegen steht jetzt aber, und das ist das Thema natürlich in der Kognitionsforschung, das Bild, was wir tatsächlich in der Kognitionsforschung von der Natur des Menschen gewinnen. Unterscheidet sich das? Das unterscheidet sich radikal davon. Und das ist nicht erst heute, das haben wir in einer langen Geschichte, die auch schon weit ins 17. Jahrhundert zurückgeht, gewonnen. Das unterscheidet sich radikal davon. Also der Mensch ist, weil wir von Computern gerade gesprochen haben, festplattenmäßig keine 0 und 1, der Mensch ist unberechenbar. Ja, noch mehr. Der Mensch hat von Natur aus, nicht als Summe seiner Erfahrung, hat er bestimmte Konzeptionen von etwas, die er mitbringt. So wie ein Schaf nicht erst rumsucht, was Mutter ist, es weiß, was seine Mutter ist. Jedes Tier hat eine innere Konzeption, was Nahrungsmittel ist und kaut nicht erstmal auf Steinen rum und sagt, ach nee, war ja keine Nahrung, ich muss mal weitersuchen. Das ist nicht Erfahrung, das ist in uns angelegt. Das ist dem Mensch angelegt. Das ist dem Menschen angelegt. Wir sind Teil der Natur, in uns ist genauso ganz viel angelegt und wir wissen heute durch Experimente auch mit Säuglingen, weil der Säugling sozusagen der Zustand vor jeder Erfahrung idealisiert ist. Ja. Wir wissen, dass der Säugling schon mit einer, man nennt das dann auch Proto-Moral, mit einer Hülse von Moralität zur Welt kommt. Der Säugling hat bereits ein Konzept von Fairness. Es sei denn, er ist selbst eingebunden. Das ist ein interessanter Punkt, wo wir, das ist wieder sozusagen eine unserer, wenn man so will, Schwachstellen. Wir sind Doppelstandards. Wir sind dazu prädisponiert, Doppelstandards anzulegen. Wir bewerten die Handlungen anderer nach anderen moralischen Kriterien als unsere eigenen Handlungen. So sind wir gebaut. Das ist eigentlich auch ganz natürlich. Das hat was mit bestimmten Evolutionsaspekten zu tun. Die Doppelmoral ist als Hülse sozusagen in uns angelegt. Jetzt kann man in der Kultur dagegen arbeiten, könnte den Menschen beibringen, wie du andere behandelst oder die Kriterien, die du anlegst, leg auch an dich selbst an. Kant. Oder man kann sie, die Doppelmoral, und ich denke, die abendländische Gemeinschaft hat wie keine andere Kultur, weder die chinesische, indische, andere Hochkulturen, hat die Doppelmoral in dieser Weise perfektioniert, als Grundlage ihres Handelns. Das ist die virtuoseste Form der Doppelmoral, die wir im Abendland geschaffen haben. So, der Mensch hat aber nicht nur diese Dinge als Anlage, sondern wir haben auch natürliche Vorstellungen von Zwang und Freiheit. Wir haben einen Freiheitsbegriff, das war ja Ihre Frage. Wir wissen, wenn uns jemand zwingt, wenn uns jemand die Füße zusammenbindet, wenn uns jemand hindert, zu gehen, wohin wir wollen. Dann spüren wir mehr als uns sagen. Dann kann ich nicht einfach sagen, das kann ich denen ja jetzt ankonditionieren. Wir haben eine natürliche Konzeption von Zwang. Wir haben eine natürliche Konzeption von Freiheit. Deshalb ist auch Freiheitsentzug eine Strafe, weil es wehtut. Weil Mensch will raus aus einem Gefängnis. Der findet sich darin nicht ab. Er versucht auszubrechen. Ach so, ja, sonst können Sie natürlich sagen, kann man sich ja dran gewöhnen. Ja. Es widerspricht etwas, was in uns ist. Und wir haben auch eine natürliche Konzeption von Verantwortlichkeit. Der Neoliberalismus hat wieder ein, auch perfektioniert, auch ein ganz wichtiger Punkt, Verantwortungsdiffusion. Was heißt wir das? Wir haben heute Handlungen ohne Täter. Es gibt bei allen Handlungen, die wir haben, keine Täter. Sie können die größten Katastrophen anrichten. Es gibt keinen mehr, oder auch Wirtschaftskatastrophen. Deswegen nennt man es ja Finanzkrise und nicht Kapitalverbrechen. Die Finanzkrise war ein Kapitalverbrechen. Ist ein, im Wortsinne ein Kapitalverbrechen. Dazu gibt es aber dann Kapitalverbrecher. Genau, Kapitalverbrechen ist, es gibt einen Verantwortlichen. Nein, wir haben die Verantwortung verdampfen lassen. Und das finden Sie, das ist einer der ganz wesentlichen Aspekte des Neoliberalismus. Das Konzept kommt übrigens aus der CIA.
Plausible Deniability. Ja. Man muss die Verantwortung so diffundieren, dass wenn etwas mal rauskommt, sich in der Struktur niemand mehr finden lässt, der dafür verantwortet. Man nimmt eine berechtigte Sache, die eigentlich berechtigt ist, dass jemand sich empört über dieses und jenes und lenkt sie jetzt auf ein Ziel, was politisch unverfänglich ist. Also der wichtige Trick ist immer, der Effekt der Massen darf sich nicht gegen die eigentlichen Zentren der Macht richten, sondern wir versuchen immer, Dinge zu finden. Das ist ja natürlich genau die Geschichte auch mit der AfD. Es gibt etwas, was Menschen beunruhigt, was Menschen sorgt, die ihre Zukunftsperspektive verloren haben. Es gibt etwas, und der Reflex ist dann natürlich von den Eliten, dass man jetzt einfach sich über diese Menschen lustig macht und über ihre Dummheit redet, weil man natürlich über die tieferen Ursachen nicht sprechen will. Die AfD nutzt diese Geschichten und lenkt sie jetzt auf etwas ganz anderes. Sie lenkt sie aber nicht auf die eigentlichen Zentren der Macht. Denn die AfD ist natürlich eine genauso hardcore neoliberale Partei der Eliten. Sie hat sogar eine gewisse Symbiose, muss man sagen, mit den etablierten Parteien, weil sie denen wiederum ermöglicht, jetzt als die Leuchtgestalten, Angela Merkel ist ja die moralische Mutter Teresa da jetzt in dieser ganzen Geschichte, haben sie fast eine symbiotische Funktion mit den etablierten Parteien. Also dieses Umlenken auf etwas anderes von eigentlich berechtigten Sachen, das ist ein Standardtrick. Der ist auch in Südamerika, der ist überall, der funktioniert sehr zuverlässig. Aber Herr Mausfeld, was soll denn der Wähler machen? Ist das schon ein Trick? Also derjenige, der zur Wahl geht, ist schon auf den Trick reingefallen, weil Wahlen so harmlos sind, die bewirken nichts. Weil die dort gewählt werden können, garantieren, sind eine Garantie dafür, dass das, was sie auch jetzt in Aussicht stellen, dass man das zwar versuchen wird, aber man wird sogar garantiert der, die einen ins Amt gehievt haben, dass das auf keinen Fall gelingt. Ist eine Wahlkabine zu betreten, wenn man das getan hat, hat man dann schon den Intelligenztest nicht bestanden? Das hat viele Facetten. Man könnte so argumentieren, dass man sagt, das Verfahren der Wahl, das begrüße ich. Das ist ein wichtiges Verfahren. Es ist also nicht das Verfahren, sondern es ist die Pervertierung des Verfahrens. Ob man die Auswahlmöglichkeiten, die Sie haben, die sind ja vorgegeben. Das heißt, der eigentliche Witz liegt natürlich immer schon in den Entscheidungen, die vorgegeben sind. Den Prozess haben Sie im Moment überall. Den haben Sie in den USA, ja, wo wir sagen, ja, wir haben jetzt die Wahl und bezogen, es gibt eben nur diese Alternativen und da ist Clinton natürlich eine der radikalsten Kriegstreiberinnen. Da ist Clinton die vernünftigere, weil sie nicht so eine abgedrehte Frisur hat und irgendwie vernünftiger zu reden scheint und so weiter. Wir bieten also schon extrem eingeschränkte Alternativen an und die stellen wir dann zur Wahl. Dass man sich immer über das geringste Übel entscheiden kann. Genau, das ist genau das Argument des geringsten Übels. Das spielt ja auch im Kontext der SPD. Die SPD ist ja traditionell eigentlich die Stimme der Arbeit, die Stimme der organisierten Arbeitnehmerschaft. Die SPD spielt aber auch da eine ganz große Rolle, weil sie sozusagen dafür die ideale Funktion hat, das Unbehagen, was da entsteht, zu neutralisieren und aufzugreifen. Sie ist eigentlich die ideale Pazifizierungspartei für soziale gegenüber sozialen Unruhen. Das heißt, das ist genau dieser Punkt mit dem kleinsten Übel. Also das ist deswegen schwierig, weil man sagen muss, Wahlen ja. Aber was mit diesem Verfahren gemacht wird, hat mit der ursprünglichen Idee von Demokratie überhaupt nichts zu tun. Das ist ähnlich wie mit der Entscheidungsfreiheit. Ja. Wenn man in Neoliberalismus sagt, wir brauchen eine Entscheidungsfreiheit, dieses Konzept ist pervertiert. Man kann sich heute entscheiden, bis man umfällt. Ja, man kann sich genau, man kann sich denken, man hat eigentlich den ganzen Tag ein Entscheidungsoverflow. Ja. Und damit ist das Potenzial erschöpft. Ja, für die wirklich wichtigen Entscheidungen. Ich muss ja auch in meiner Familie, ich muss in meinem Privatleben, der Mensch mag eigentlich keine Entscheidung. Ich bin eigentlich absorbiert schon, ich habe schon genug damit mit dem, was ich im Privatleben. Jetzt soll ich in all diesen Sachen, welches Apps lade ich runter, jetzt bin ich eigentlich vollständig erschöpft vom Entscheiden. So. Ich soll meinen neuen Golf konfigurieren.
Ja, genau. Wissen Sie, was das bedeutet? Ja, genau. Genau. Das ist schwierig. Und so ist das ähnlich mit den Wahlen. Das ist ja der Punkt, den die großen intuitiven Manipulateure toll erfasst haben, wie Mussolini, der gesagt hat, die Leute können wählen, so oft sie wollen, bis zur, ich habe es nicht mehr wörtlich, bis zur Erschöpfung, bis zur Verblödung. Das heißt, lasst sie doch ruhig wählen, bis sie nicht mehr können. Das ist die völlige Entleerung von Wahlen. Das heißt, der Kontext, in dem Wahlen stattfinden, das ist der eigentlich Interessante. Und der Kontext, und das meine ich mit den eigentlichen Zentren der Macht, wenn wir den Kontext nicht ändern, und das ist letztlich eine kapitalistische Wirtschaftsordnung, in die auch die Medien wieder eingebunden sind, bevor diese Dinge nicht geändert sind, brauchen wir abstrakt im luftleeren Raum, brauchen wir über Wahlen nicht zu sprechen. Wohin wollen wir eigentlich kommen? Und wie wollen wir von jetzigem Zustand zu einem anderen kommen? Das heißt, wir haben sowohl die Frage des Ziels, über das wir sprechen müssen, und die Frage, können wir das mit einer abrupten Revolution, können wir mit einer Revolution sozusagen vom jetzigen Zustand zu einem anderen kommen? Da muss man sagen, psychisch sitzt das mittlerweile so tief. Wir haben die ökonomischen Verhältnisse so tief in unsere Seele eingeschrieben, dass man nicht damit rechnen kann, einfach einen Schalter umzulegen und zu sagen, wir haben jetzt eine andere Situation. Das sind ganz schwierige Fragen, die sich stellen jetzt im Kontext eines solchen Überganges von der jetzigen Situation zu einem anderen Zustand. Aber da möchte ich kurz einhaken. Rudi Dutschke hat ja damals schon gesagt, als er gefragt wurde, was soll man denn machen? Wurde ja dann auch gefragt, dann wurde er gesagt, ja, er kann keine Antworten geben. Dann haben die so gelacht, solange die gesellschaftliche Bewusstlosigkeit nicht überwunden ist. Ja, da beißt sie die Katze natürlich. Genau, aber die gesellschaftliche Bewusstlosigkeit damals, war die weniger stark wie heute? Sind wir heute bewusstloser? Wir sind heute in jedem Fall bewusstloser. Wir haben heute eine wunderbare Mischung, wie man sich gar nicht hätte träumen können, von Orwell und Huxley. Ja. Wir amüsieren uns zu Tode. Ja. Bei Orwell haben wir ja nur sozusagen den Sicherheits- und Überwachungsstaat. Bei Huxley haben wir den hedonistischen Vergnügungsdingen, der uns ablenken soll von dem Wesentlichen. Ja. Das ist die Mischung, die wir heute haben. Es ist Orwell haben wir auch. Ja. Aber wir haben genauso Huxley, der Konsumismus ist der eigentliche Trick, uns von diesen Dingen wegzuführen. Jetzt geht es ums Geld, also Geld sollte uns interessieren. Auch das scheint uns nicht zu interessieren, wenn man uns das Geld wegnimmt. Was verstehen Sie das noch? Es ist ja keine Frage, die jetzt erstmal große Konsequenzen für unser individuelles, aktuelles Leben hätte. Dann sind die Scheine eben weg. So, das heißt, unser Interessenhorizont, um den es uns geht, ist eigentlich unsere kleine Mikrowelt, der Status quo, in dem wir uns gerade befinden. Wir wollen wissen, haben wir eine Berechenbarkeit, eine Vorhersagbarkeit meines Lebens, kann ich morgen noch so leben, wie ich heute lebe? Das ist unser Hauptinteresse. Mhm. Wir wollen wissen, steht der Russe schon im Vorgarten oder irgendwelche Flüchtlinge im Vorgarten? Ja. Ist unsere Mikrowelt bedroht? Ja. Aus dieser Perspektive schauen wir Nachrichten. Wir scannen sozusagen die Nachrichten darauf, sind wir irgendwie bedroht und sonst können Katastrophen in der Welt passieren, wie sie wollen. Wir machen die Nachrichten erleichtert, können große Katastrophen passieren, wir machen die Nachrichten erleichtert aus und sagen, meine Mikrowelt ist nicht bedroht. Das heißt, wir spielen Globalisten, aber sind eigentlich lokal Makedonen. Wir sind eigentlich dafür nicht sozusagen gebaut. Wir müssen das eigentlich über die Vernunft, wir müssen das bewusst machen. Wir werden erst dann aktiv, wenn unsere Interessen, wenn unser Mikrokosmos in irgendeiner Weise gefährdet ist. Der Claim, der Abgesteckte quasi. Ja, auch der psychologische Bereich, den wir noch einigermaßen psychisch in seiner Komplexität verarbeiten können. Die anderen Dinge sind eigentlich alle abstrakt. Der Feind ist so übermächtig, der ist so gut aufgestellt. Nein, der Feind so ist ein Vorsprung. Das ist er. Der Feind war historisch noch nie. Der war deswegen noch nie so mächtig, weil er heute vollständig unsichtbar ist und damit unsere natürlichen Dispositionen zu einem Widerstand unterläuft. Wir sind in einer historisch ausgesprochen, hatten wir bisher noch nicht. Deswegen müssen wir sie intensiv studieren. Wir sind in einer historisch ausgesprochen unglücklichen Situation. Die gute Nachricht ist aber, alle Dinge, die gemacht worden sind, auch die Konstitution dieser sogenannten internationalen Großkonzerne, waren menschliche Entscheidungen, die wir getroffen haben, auch die Großkonzerne mit Rechten auszustatten, wie sie überhaupt keine natürliche Person hat, Gebilde zu schaffen, mitten in unserer Gesellschaft, Gebilde zu schaffen, die einen durch und durch totalitären Charakter haben. Die, wie jetzt die neue EU-Richtlinie zum Whistleblowing, die den Grad einer Intransparenz haben, die also vollständig von der Öffentlichkeit abgeschirmt
überhaupt keine demokratische Kontrolle tun und lassen können, was sie wollen. All diese Dinge sind entstanden durch menschliche Entscheidungen, nicht durch eine Naturgesetzlichkeit. Das heißt, dass sie rückgängig etwas machen. Wenn etwas durch menschliche Entscheidungen getroffen, entstanden ist, das ist erstmal die gute Nachricht, dann haben wir die Möglichkeit, und das Interessante ist ja, man könnte sogar den Kapitalismus beibehalten und trotzdem die Großkonzerne abschaffen. Die sind kein wesentlicher Bestandteil des Kapitalismus. Die sind gehören sozusagen ein wesentlicher Aspekt dieser neoliberalen Konzeption des Kapitalismus. Wir könnten Dinge rückgängig machen. Alle Menschen sind gleichwertig. Alle Menschen sind gleichwertig als autonome, vernunftbegabte Wesen. Sie sind selbstbestimmt, also politische Selbstbestimmung, und daraus folgt ganz viel. Daraus folgt Radikaldemokratie, nicht einfach Demokratie. Radikal, ich habe einen gewissen Anteil über mein Schicksal und meine Gemeinschaft, in der ich lebe, mitzubestimmen. Ich habe einen fairen Anteil an diesem, haben wir heute nicht mehr. Daraus folgt, dass alle Bereiche der Gesellschaft dieser demokratischen Kontrolle, auch die Wirtschaft, unterliegen müssen. Die Konzerne sind aber extrem totalitäre Strukturen, so extrem, dass man sagen muss, dass man sie, wenn man sie strukturell analysiert, müsste man sie eigentlich sozusagen in Analogie zum Faschismus behandeln. Sind extrem, extrem autoritär, extrem totalitär, extrem abgeschottet gegen alles Mögliche. Urheberrechte, alles ist. Und sie sind auch in dem, was ihre Ziele angeht, extrem pathologischen Zielen verpflichtet, nämlich Rendite zu machen, egal ob die Umwelt dabei draufgeht, ob die Gesellschaft dabei zerstört wird. Jeder Konzern muss, das ist konstitutiv für ihn, Rendite machen. Wir arbeiten dann wie ein Krebszell im Prinzip. Das sind eigentlich perverse Strukturen, perverse totalitäre Strukturen, die heute aber das Zentrum unserer Gesellschaft ausmachen. Und die müssen, das ist Konsequenz der Aufklärung, die sind illegitim. Die müssen abgeschafft werden. Wir haben unsere eigene Tradition. Wir sind ahistorisch geworden. Es hat keine Bewegung eine Chance, irgendetwas zu erreichen, die ihre eigenen Wurzeln verloren hat. Aber das ist ja das Prinzip des Neoliberalismus, die Entwurzelung letztendlich. Genau. Lohnt es sich, noch auf eine Demonstration zu gehen? Aber ja, das also wenn wir jetzt mal sagen, stellt euch mal vor Rammstein auf und signalisiert, dass ihr das nicht gut findet, was dort passiert. Ist das naiv? Das wäre ja selbst wiederum das geförderte Nutzendenken, dass ich jede Handlung, die ich mache, sofort wieder nach dem Konkreten, sozusagen Erfüllung sofort. Der Konsumismus sagt ja immer auch, wenn ich etwas mache, ich habe keine Spannungstoleranz mehr. Wenn ich etwas mache, brauche ich Erfüllung sofort. Wenn ich auf eine Demo gehe und sage, raus aus der NATO, dann müssen aber die Politiker sofort sagen, oh Schreck, die demonstrieren, wir gehen morgen raus aus der NATO. Wie so eine App runtergeladen, zack, vorbei. Es muss zack sein. Ja. Erstmal die Hoffnung ist, wir sind, hatten wir darüber gesprochen, wir sind von Natur aus mit moralischen Kategorien befähigt. Wir haben gewisse Grundvorstellungen, was Recht und Unrecht ist. Diese Moral ist unkaputtbar. Das finden Sie selbst in den schlimmsten Diktaturen, kommt die immer wieder hoch, die ist unkaputtbar. Die ist da. Das heißt, da haben wir. Die ist sozusagen auch, die ist auch beim sogenannten normalen Bürger da, der spürt, hier stimmt etwas nicht. Hier ist etwas, was man jetzt mit diesem Gefühl, hier stimmt etwas nicht, macht, ob man es wieder pervertiert und ablenkt. Ja. Das ist ein billiger Trick zu sagen, wir richten es mal gegen die da oben, können die sich lange empören, weil die natürlich alle die gleichen Ziele haben, die Parteien. Die Emotionen und diese Affekte in geeignete Bahnen sozusagen zu lenken. Der Affekt ist berechtigt, der kommt aus einer gewissen natürlichen Moralität. Ihre Frage ist jetzt, wie können wir denn dann, und das ist wieder die Frage der Arbeitsteiligkeit, der Einzelne kann das nicht. Der kommt von der Arbeit nach Hause, der kann jetzt nicht sagen, ach, da gab es tiefe Denker, die sich damit beschäftigt haben, schick mir die 20 Bände mal zu, ich werde mich da einlesen. Ja. Wir brauchen Arbeitsteilung, eine Vermittlungsfunktion. Das ist übrigens ein Thema, das ist im Neoliberalismus im Detail, das lohnt sich zu studieren, im Detail ausgearbeitet, die Second-Hand-Dealers of Ideas. Wir brauchen jetzt zweite Ordnung, dritte Ordnung, die Sachen auf allen möglichen Ebenen aufbereiten, verarbeiten und so weiter und so weiter. Jeweils in welchen Kreisen man sein Vertrauen genießt, fließt das besser rein in die Menschen? Ja, oder es muss auch... weil manche Dinge sind abstrakt, es muss greifbar und für den jeweiligen Kontext. Ja. Unser Werkzeugkasten muss so sein, der zumindest
zeitweilige Erfolg in Südamerika lag ja daran, dass jede dieser Bewegungen gegen Trinkwasserprivatisierung, gegen Erdgasprivatisierung und so weiter auf bestimmte Fragestellungen sich spezialisiert hat. Das heißt, wir müssen diese Fragestellung auch, wir müssen in jedem Kontext fragen, was aus unserem Werkzeugkasten könnte jetzt gebraucht werden. Jetzt gibt's aber die Intellektuellen, also die richtigen Intellektuellen, die gibt es gar nicht mehr, nicht, jedenfalls nicht so wie in 70er Jahren, wo es auf allen möglichen Ebenen, Schriftsteller, alle möglichen Leute gab, die versucht haben, diese Dinge zu vermitteln. Ja, was waren eigentlich für Einsichten, die wir im Spanischen Bürgerkrieg gewonnen haben? Hat Enzensberger damals ein Buch drüber geschrieben. Das heißt, es gab ganz viele, die jetzt nicht so genau und auch nicht in diesem Detail, die aber eine Möglichkeit hatten, an diesen Erfahrungen zu partizipieren. Ja. Wir sind auch historisch entwurzelt, wir sind von den eigenen Erfahrungen der Linken entwurzelt. Und jeder versucht als Einzelkämpfer, auch eine Idee des Neoliberalismus, jeder ist ein Unternehmer seiner selbst. Und wenn er scheitert, heißt das nur, er war ein schlechter Unternehmer, er hat auf dem Markt nicht bestehen. Die Schuld liegt immer, wenn wir versagen, das ist der Trick des Neoliberalismus, die Schuld liegt immer bei uns. Nach dem, was Sie hier sagen, haben wir möglicherweise die Aufklärung falsch verstanden? Oder hatten wir sie schon mal besser verstanden und jetzt haben wir vergessen, dass wir sie schon mal besser verstanden hatten? Ja, ja, wir haben sie natürlich völlig falsch. Wenn wir heute von Aufklärung sprechen, dann meinen wir Tornados und Airbags, ne? Ja. Oder Handydaten weitergeben für einen Drohnenangriff. Ja. Ne? Das ist Aufklärung. Ja. Und dann gibt's natürlich noch das, was man in der Schule als Sonntags, als Aufklärungspoesie lernt. Unser Selbstbild, wir sind die Guten. Wir hatten ja anders als diese, wie heißen die da, Islam und all diese anderen unaufgeklärten Länder, sind wir durch die Periode der Aufklärung gelaufen. So, das heißt, wir haben eine Selbstbildrhetorik, die in der Schule vermittelt wird. Übrigens sind die Schulen vor lauter Beschäftigung mit Medien die Hauptindoktrinationsanstalten unserer Gesellschaft. Die Schulen kommen völlig aus dem Blickfeld. Ja. So, das heißt, die Aufklärung ist übrigens schon zu Zeiten der Aufklärung missverstanden worden. Die war immer missverstanden, weil man die kritischen, die wirklich radikalen Teile der Aufklärung, die gegen die Zentren der Macht gingen, die wurden ganz schnell pervertiert, schon durch Voltaire selbst und Rousseau und so weiter. Die Aufklärung wurde schon im Prozess des Entstehens wieder entschärft. Also das ist historisch ein ziemlich komplizierter Prozess. Man hat versucht, sie in dem radikalen Element, in dem wirklich revolutionären, und was heißt, wenn wir fragen, was bedeutet heute revolutionär zu sein? Revolutionär heißt, ein radikaler Demokrat zu sein. In diesem radikalen Element wurde sie ganz schnell verwässert und handzahm gemacht. Wir wollen den Menschen, die das einschalten, vielleicht etwas auf den Weg geben, wo sie anfangen können, etwas zu verändern. Wo würden sie anfangen? Naja, der Privatbereich ist natürlich erstmal immer der natürliche Operationsbereich für uns. Im Privatbereich kann man viel machen, da muss jeder sehen. Das kann bei der Erziehung sein, das kann im Beruf sein, das kann ein Lehrer sein, der das in den Schulklassen etwas anders macht. Ganz wichtig ist dabei, dass wir uns selbst nicht überfordern und überheben, weil wir dann wieder depressiv werden. Wir müssen in ganz kleinen Schritten, wenn eine Veränderung passiert, dann kann sie nur dadurch passieren, dass alle klitzekleine Schritte dazu beitragen. Also einen langen Atem entwickeln. Einen langen Atem, wir brauchen eine Spannungstoleranz und wir brauchen etwas, was uns Hoffnung gibt. Das heißt, ich glaube, ohne eine Rahmengeschichte, uns klarer zu werden, was ist eigentlich unser Ziel, auf das wir hinaus wollen, laufen wir in die wunderbar aufgestellte Falle. Leute, empört euch, wie ihr wollt. Man könnte Mussolini heute variieren. Die Leute sollen sich empören bis zur Erschöpfung, bis zur Verblödung. Das ist genau die Gefahr. Aber überhaupt etwas zu machen, der Neoliberalismus möchte ja, dass wir eigentlich nur Subjekt sind, dass wir nur Konsumenten sind. Aus der Rolle müssen wir raus. Das kann durch eine gewisse Verweigerung passieren, aber den wichtigsten Schritt finde ich eigentlich, sich zu entschließen, irgendetwas zu machen. Also sich zu wehren. Ja, sich überhaupt wieder sozial zu organisieren. Wenn man will, ein Klassen,
Gemeinschaftsgefühl oder ein Gefühl von Gemeinsamkeit. Das sind wir beim Grundproblem. Die Eliten haben ja sehr wohl ein Klassenbewusstsein, während die Massen das Klassenbewusstsein verloren haben. Das heißt, wir müssen uns dieses Klassenbewusstsein wieder erobern oder uns erinnern. Ich glaube, wir haben es ja. Wir müssen uns erinnern, dass wir letztendlich alle in einem Boot sitzen und da müssen wir uns mal umschauen. So, glauben Sie, das gelingt Menschen ohne eine professionelle Anleitung von wieder Leadern von außen? Wenn man sich meinetwegen lang genug entzieht von Medien, lang genug sich auf selbst konzentriert, kommt das dann automatisch in der Gruppe? Das ist ja das Positive, was wir durch das Menschenbild, das müssen wir uns auch immer klar machen, allen politischen Systemen liegt immer ein Menschenbild zugrunde. Das Menschenbild des Neoliberalismus ist empirisch vollständig inadäquat, unbegründet, falsch. Und es zielt auf die perversesten und dunkelsten Seiten. Hier wird eine Wirtschaftsordnung darauf gegründet, auf den dunkelsten Seiten, die der Mensch hat, die er aber unstreitig hat. Mhm. Das ist das große Spektrum, zu dem wir fähig sind. Mhm. Die andere Seite ist aber etwas, was es in uns auch gibt. Das heißt, wir haben natürliche Konzepte von Zwang, von Freiheit. Wir haben die natürlichen Bindemittel einer Gesellschaft, die immer da sind, im Kleinen, manchmal auch im Großen, Bindemittel wie Liebe, Kooperation, gegenseitige Hilfe, die sind immer da, die sind auch jetzt in der Gesellschaft. Im kleinen Kreis finden die sich überall. Das ist eigentlich unsere Hoffnung zu sagen, das ist in allen angelegt. Mhm. Auf dieses Menschenbild müssen wir uns stützen und diese Teile, die jeder in sich hat, jeder, die müssen wir irgendwie hegen und pflegen, die sind sozusagen unter dem brutalen, man muss eigentlich sagen pathologischen, unter dem pathologischen Menschenbild, was der Neoliberalismus zugrunde legt, verschüttet. Gerade Fragen in größerer Kontext wie ökologische Fragen. Wir sind biologische Wesen. Das hat eine ganze Reihe von Konsequenzen. Wir haben Schwachstellen, wir haben alles Mögliche. Wir sind biologische Wesen, wir sind Teil der Natur, wir sind kulturelle Wesen, wir sind eingebunden in etwas Großes. Wir sind nicht wirklich unabhängig. Wir sind nicht völlig unabhängig. Das ist ein gewisser natürlich narzisstischer Größenwahn, uns sehen und dann immer darauf zu verweisen. Aber technisch, wenn es schief läuft, dann machen wir beim Wetter Geoengineering und wenn da was schief läuft, machen wir Engineering. Wir haben ein sozusagen Technikfetisch entwickelt, immer zu reparieren, zu sagen, wir machen erstmal und dann gucken wir, was rauskommt. Mhm. Das ist übrigens auch eine Haltung, wird explizit im Neoliberalismus angesprochen, sich immer nur mit den Folgen zu beschäftigen, zu sagen, wir machen etwas, wir führen Krieg. Krieg ist ja wirtschaftlich viel. Frieden bringt nichts. Wer soll Interesse an Frieden haben? Frieden ist wirtschaftlich völliger Käse. Das Einzige, was etwas bringt und immer wieder etwas bringt, ist Krieg. Wir führen erstmal Krieg und gucken dann, wie die Konsequenzen sind und welchen Nutzen wir daraus ziehen. Also wenn wir den Konflikt ansehen, wenn wir den kalten Krieg in einen warmen Krieg übergehen lassen, das heißt man heute alles ja nicht, was die Eliten auf beiden Seiten des Globus oder auf allen Seiten des Globus denken. Wenn der eine auf den falschen Knopf drückt, das kommt dann zu einer Kettenreaktion, das ist ja dann nicht mehr zu reparieren. Auch nicht durch die Eliten. Ja, das ist. Wissen die Eliten das oder haben die einen Ersatzplanet für sich im Kopf, wo sie nachschauen können? Die haben im Moment noch einen Ersatzplanet, weil das Geld, anders übrigens als Menschen, keine Grenzen kennt. Das ist ja auch ein interessanter Punkt. Geld ist flüchtig. Sie können bisher noch wandern mit ihrem Geld. Und wenn Bangladesch untergegangen ist und andere untergegangen sind, werden sie im Moment noch einen Platz finden, auf dem sie als eine Art Gated Community, das ist ja schon der Modus, in dem die Eliten leben, sie schotten sich auf einer Insel der angeblichen Glückseligkeit ab. Das Spiel geht natürlich nur endlich lange. Und ich glaube wirklich auf Ihre Frage, es ist nicht 5:12, wir sind ganz, 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 ganz kurz vorm Umkippen. Das heißt, wenn nicht etwas passiert, und das sind nicht einfache soziale Reformen, so notwendig die sind. Es geht also nicht darum, den Mindestlohn um 5 Cent zu erhöhen. Das sind alles wichtige Fragen. Es gibt auch bei den sozialen Bewegungen. Die sozialen Bewegungen haben sich ja auch atomisiert in alle möglichen Identitäts- und Anerkennungsfragen und in solche Sachen. Alles wichtige, ganz sinnvolle Fragen. Aber die Bewegungen müssen auf das Zentrum der Macht zielen. Wir müssen sozusagen an den Kern der Sache. Und da, glaube ich, ist es wirklich auch unter ökologischem Aspekt ganz, 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 ganz dringend, ja.
Das bedeutet aber auch, dass wir diese Komfortzone, nenne ich die jetzt mal, der Ohnmacht aufgeben, weil da kann man sich auch ganz gut zurechtdenken. Es ist auch alles schrecklich, aber so schrecklich ist es für mich noch nicht. Wir sind natürlich, sozusagen global gesehen, sind wir in einer sehr privilegierten Situation. Wir können so tun, diese Illusion ist ja eigentlich sehr naheliegend. Solange ich Aldi vor der Tür habe und die Milch für 20 Cent kriege und meine Kleidung bei Kick für so und so kriege, ich habe einen gewissen Lebensstandard und solange ich den erhalten kann, muss ich mich um nichts weiteres kümmern. Das haben ja damals zur Kolonialzeit haben auch alle gesagt, es kommt ja alles von außen rein, warum sollen wir uns denn um irgendetwas kümmern? Bis dieses System dann zerbrach und dann kommt es natürlich zu sozialen Unruhen. Das ist eine natürliche menschliche Disposition. Wir bewegen uns erst, wenn es kracht. Sehen Sie da eine unglaubliche ein Zeitfenster, was wir nutzen können? Wir haben nur die Chance, so zu tun, als gäbe es. Ich kann jetzt nicht warten und sagen, wir warten mal die Analysen ab, ob jetzt das richtige Zeitfenster ist. Ja. Das richtige Zeitfenster ist heute. Und nicht morgen. So, insofern haben wir da eigentlich gar keine andere Entscheidung. Das muss sofort passieren. Aber das Netz als Verstärker von Entschlossenheit und auch von Bündelung von Informationen und von Erfahrung. Wir müssen bereit sein zu experimentieren. Keiner weiß, was rauskommt. Man kann mit Sicherheit vorhersagen, in dem Moment, wo es an die Zentren der Macht geht, wird es ausgesprochen ungemütlich. Man sieht, es gibt ja immer wieder historische Situationen. Schauen Sie sich Corbyn in England an. Ja. In dem Moment, so lange war er ein linker Spinner, wie es irgendwie am Rande war, in dem Moment, wo es wirklich um das Zentrum der Macht geht, sagt das Militär, zur Not putschen wir. Jetzt kommen die Antisemitismusvorwürfe. Es wird mit allen, die Medien machen volle Breitseite, es wird mit allen Kanonaden geschossen, die Eliten werden sich nicht ergeben. In Südamerika sind sie 10 Jahre untergetaucht, als wir da die linken Regierung hatten. Sie sind 10 Jahre untergetaucht, haben sich gesammelt und schlagen jetzt wieder zurück. Das heißt, wir werden nicht einfach sozusagen, dass sie sagen, wir sehen ein, ihr habt die besseren Argumente und wir müssen die Erde retten, sondern wir müssen mit ganz erheblichen Widerständen rechnen.